Hey Leute und willkommen zurück jetzt zu einem Video auf meinem Kanal. Ich weiß, es hätte ein Video schon vor einem Tag kommen sollen, aber es war einfach stressig, alles vorzubereiten für Minecraft Bordat. Das startet ja dieses Wochenende, also eigentlich genau in wenigen Stunden. Heute Abend um 21 Uhr kommt der erste Stream zu Minecraft Bordat hier auf YouTube und auf meinem Twitch-Kanal Eukalyptusbaum. Schaltet auf jeden Fall rein, wenn ihr nichts verpassen wollt. Alle Teilnehmer sind nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ich möchte heute in diesem Infovideo ein bisschen über meinen Kanal sprechen. Erstmal vielen Dank für diesen riesigen Support von euch. Ich meine, ich habe inzwischen einfach 346 Abonnenten, Tendenz dauerhaft steigen. Und das ist einfach wirklich unglaublich. Ich habe mit so einem Support von euch niemals gerechnet. Und ich bin da einfach mega dankbar für, dass ihr alle so tatkräftig dabei seid. Und wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann einfach abonnieren. Das kostet nichts und das hilft diesem Kanal wirklich unglaublich weiter zu wachsen und es freut mich einfach mega, eure ganzen Kommentare und Bewertungen zu sehen. Und ich gehe auch auf diese Bewertungen und Kommentare ein und ich sehe zum Beispiel an Minecraft Tengra, dass dieses Projekt jetzt bei den meisten von euch eher unbeliebt ist, dass das viele sich jetzt gar nicht anschauen oder sowas und die meisten Leute schauen sich halt die Top 5 oder Top 10 Minecraft-Videos an und Minecraft Village. Und deswegen, es tut mir wirklich. Ist mir nicht, für mich nicht wirklich einfach, da ich Tengra wirklich sehr mag, aber ich sag mal so, wenn es euch keinen Spaß macht, macht es mir auch keinen Spaß. Deswegen habe ich vor, Minecraft Tengra abzuschaffen. Ich werde da vielleicht noch eine fünfte Folge machen, aber wahrscheinlich werde ich das Projekt abbrechen und durch etwas Neues ersetzen, was wahrscheinlich euch ein bisschen besser gefallen wird. Denn dann geht es um ein wirklich sehr, sehr cooles Modpack. Da möchte ich aber noch gar nicht viel verraten, ne? Was vielleicht ein bisschen anders aufgebaut ist. Minecraft Village ist ja wirklich einer meiner erfolgreichsten Serien, was wirklich. Ich habe so viel Spaß dabei, das aufzunehmen. Das macht mir einfach mega, mega viel Spaß. Minecraft Village ist wirklich sehr cool. Und es gefällt euch auch. Deswegen werde ich das auf jeden Fall weitermachen. Aber ich werde halt Village jetzt erstmal pausieren, da halt der Server jetzt erstmal geschlossen ist, wegen Minecraft Bordat. Da werde ich halt Minecraft Village jetzt erstmal nicht weiterspielen in den Streams. Da kommt immer Bordat jetzt. Ich hoffe, das kommt genauso gut bei euch an. Denn da bin ich auch schon richtig gehypt drauf auf Bordat. Und die Village-Streams werden ausfallen. Aber keine Sorge, es wird Village weiterhin geben. Ich werde das Village einfach in den Singleplayer verlegen, weiterspielen und sobald Bordat nach 5 Streams zu Ende ist, einfach wieder auf den Server hochladen und dann wieder mit YOLO Melone, Eloxer, Firegoblin oder mit dir, der vielleicht gerade ja zuschaut, zusammen weiterspielen. Und da würde ich auf jeden Fall mich freuen, wenn ihr dann trotzdem, auch wenn Village in den Singleplayer verlegt wird, noch weiterhin dran bleibt. Ich werde das Top 5 Konzept weiterhin ausbauen und vergrößern, dass ich vielleicht zu Top 5 öfters mal was bringe und auch mehr Videos dazu mache. Vielleicht nicht nur zu Mods, sondern auch Texture Packs oder so irgendein Kram. Also, da bin ich auch mal auf euer Feedback gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, zu was ich alles Top 5 Listen machen könnte für Minecraft oder so, worauf ihr persönlich auch Lust hättet. Ich werde auch mal wieder eine Modifikation vorstellen. Demnächst, das wäre auch mal ganz cool, dass ich einfach in die Richtung Mods einfach weitergehe, weil ich glaube, das ist auch das, warum ihr meinen Kanal abonniert habt und nicht für diese Roleplay-Singleplayer-Serie, Minecraft Tengra oder sowas, oder wie Hello. Da bin ich mir, glaube ich, relativ sicher, falls ich falsch liege, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder jetzt hier rechts oben bei i in der Abstimmung einfach mal abstimmen, wo ihr am meisten Bock drauf habt. Ja, das war es eigentlich schon von diesem Infovideo. Ich rede schon wieder viel zu lang. Wie gesagt, heute Abend Minecraft Bordat. Minecraft Bordat ersetzt Minecraft Village. Village wird in den Singleplayer verlegt. Tengra wird abgebrochen und durch eine neue Serie ersetzt, wo es ein bisschen krasser abgehen wird mit Mods und so ein Kram. Und Top 5 oder Top 10 wird weiter ausgebaut. Das war's. Ich würde sagen, checkt meinen Twitch-Kanal aus und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend im Stream wieder. Bis dahin und tschüss.